Oh, die sind wir wieder. Ich habe jetzt schon ein... Hohoho, das ging so schnell. Ein Pfeil hier vorne entdeckt, der nach links führt und mir hoffentlich den Weg weist zur Munition, die ich wirklich gut gebrauchen könnte. Hier war irgendwie nach links, wurde mir gesagt. Muss ich hier durch? Nee, muss kein durch. Wo soll ich jetzt hin? Da hinten vielleicht? Nee. Hier ist doch offensichtlich, also ganz offensichtlich ein Pfeil nach links. Muss ich hier hoch? Muss ich überhaupt irgendwo hoch? Muss ich da hoch? Nein. Hä? Oder war hier irgendwas mit irgendwelchen Seiten, die ich vorher schon mal irgendwie aufgesammelt habe? Das kann natürlich auch sein. Hm, kann gut sein. Ach nee, hier geht's raus. Hier geht's noch hoch, okay. Und hier ist auch ein Pfeil irgendwie, also so ein... verschwommener Pfeil, beziehungsweise verblasster Pfeil. Okay, da kann ich da hinten hin. Gehen wir mal in diese alte verlassene Hütte rein. Vielleicht finden wir da irgendwas Cooles. Ich nehme mal stark an, dass wir da irgendwas Cooles finden. Munition, bitte Munition. Pfeil nach links. Ja, jetzt muss man in der Hütte sein. So viel klar ist mir auch schon. Ah, da ist die Kiste. Sehr, sehr schön. Lithium-Batterien nehmen. Ja, mache ich doch. 8 Stück. Nochmal. 12 Stück. Nochmal. Okay, wir finden nur Batterien, keine Munition. Okay, wir können aber offenbar schon mal 12 Batterien tragen. Das heißt, ganz so sparsam müssen wir mit unseren Batterien auch nicht sein. So, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir irgendwie diese Baumstämme hier irgendwie benutzen müssen, um irgendwo rüber zu gehen. Von da unten kamen wir. Okay, das da wieder runter. Nee, da ruhig runter. Gut. Gehen wir in die andere Richtung. Wir waren jetzt gerade links, haben alles abgegrast. Mal sehen, was wir rechts noch so finden. Außer irgendwelche Axtmörder. Diesen Gerätschaft weiß ich mal nicht so genau, was das eigentlich bedeuten soll. Wahrscheinlich sollen sie die Masten aufrechterhalten. Hier sind irgendwelche Winden. Wahrscheinlich dienen sie dazu, um irgendwelche Äste umzulagern. Ach, Äste sag ich schon, irgendwelche Baumstämme umzulagern. Ah, ich habe von sowas offen gestanden gar keine Ahnung. War kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Hier ist auf jeden Fall ein Kasten. Emergency. Metropolamunition und Energizer-Batterien. Werbung. Noch eine Munition. Nee, noch mal Batterien. 16 kann ich mittlerweile tragen. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Na, das heißt wohl, dass jetzt irgendwas passieren wird. Ich habe ein Geräusch gehört. Irgendwas ist umgefallen. Da hinten ist ein Generator. Ich weiß nicht, ob ich das glücklich stimmt oder nicht. Er stimmt mich nicht glücklich. Nein, glücklich. Glücklich ist ein anderes Wort. Nein, setz die Batterie ein. Nee. Natürlich schieße ich auf den einzigen Typen, der seine komische Hülle noch hat. So. Und ihr merkt schon, ich habe einen Schuss verpasst. Deswegen muss ich jetzt in einem sehr ungünstigen Moment nachladen. Puh. Und lade ganz schnell nach. Und schalte diesen Generator ein. Ah, und habe Licht. Wie schön. Und sofort ist dort eine Tafel aktiviert worden. Oder ein Schaltkasten, was auch immer. Wo wir wahrscheinlich hin müssen. Als nächstes Mal werde ich mich kurz hier im Licht regenerieren. Ah, schön. Danger Hardhead Area. Also ich sollte ja besser einen Helm tragen. Ich sollte wahrscheinlich hauptsächlich eine Schrotflinte tragen. Mit Leuchtspurmunition. Oh. Ja, wie günstig. Das habe ich jetzt echt vergessen. Also es ist wirklich eher ein Zufall. Manuskriptseite. Oh. Wunderbar. Wir haben jetzt einen Schrotflinte mit 2 Schuss. Das ist ja echt üppig.
Vielleicht lieber erstmal kurz bei dem Revolver. Und ein bisschen zurück zu irgendeinem Schaltkasten, der da hinten irgendwie war, oder? Hier vorne kann das sein. Ja, sieht gut aus. Ist zumindest ein Schaltkasten. Aber was bewirkt er? Holzhebemaschinen bewegen. Wer sich jetzt an Face Noir zurückerinnert fühlt, der, den geht's genauso wie mir. Aber hier kann ich tatsächlich nur zwei Richtungen drücken, von daher ist es okay. Das ist gut, ich bleib mal so, ja, verlassen. Ich muss also ganz offensichtlich, nachdem ich mir diese Brücke gebaut habe, hier rüber gehen, über diese Stämme. Hier ist günstigerweise auch schon Leiter angebracht, als wäre es ein Zufall. Und muss dann versuchen, hier rüber zu springen. Und ich sage euch gleich, mit der schwammigen Steuerung von Alan Wake ist das keine Wucht. Springen! Gott sei Dank. Springen! Gott sei Dank. Ja, und schon sind wir drüber. Zum oberen Weg gehen. Machen wir doch gerne. Weil da oben scheint es ein bisschen heller zu sein. Oh. Wundervoll. Ein Kontrollpunkt erreicht. Schrotflintmunition nehmen. Und hier ist was drin? Ein Radio. Guck mal an. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Besser nicht. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Da kann man sich gerade fragen, wo vorher der Hund weggerannt ist und ob wir den Hund vielleicht nochmal begegnen. Also, ich kann mir ja nichts Schöneres vorstellen, als einem wilden Hund nachts zu begegnen im Wald. Wie wahrscheinlich zu Tode erschrecken, wie so oft. Und da oben sehe ich schon wieder eine weitere Seite, die offenbar liegt. Okay. Mal das Skriptseite nehmen. Und weiter geht es. Aber die Tankstelle scheint schon ganz nah zu sein. Obwohl ich so gar keine Orientierung in diesem Spiel besitze. Die Tankstelle war nah. Ihr oh. Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, nach den besten Hotdogs im Staat. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Monster Dog kommt gleich danach. Der Star Dog ist der drittbeste. Okay, ich befürchte, wenn ich jetzt hier runtergehe, gibt es Action. Mit dem Herrn, der gerade diese wunderschöne Stimme trug. Das ist hier fast eine Axt. Beruhigt mich total. Und ein Generator. Vielleicht habe ich es noch. Schlecht. Schlecht. Oh, das war sehr gut. Batterien nehmen, ja, mache ich doch mal. Revolvermunition nehmen, mache ich auch gerne mal. Offensichtlich bilden diese Scheinwerfer so eine Art, ja, ich sag mal, Sphäre, die die Leute hier nicht erreichen können und nicht durchschreiten können. Klar, jetzt sind wir allergisch auf Licht und das ist schon ein ziemlich helles Licht hier. Und der strahlt auch viel heller, als normaler Scheinwerfer eigentlich strahlen sollte normalerweise. Das ist schon etwas seltsam. Kann man irgendwas mit der Axt hier eigentlich machen? Nein, hier ist irgendwas Gelbes. Safe Haven. Ah ja, das ist, na gut, das passt ja ganz gut zu meiner Theorie.
Mal gucken, ob wir diesen Safe Haven benutzen müssen. Weil ich glaube, hier sind ein paar Herrschaften. Da sind sie ja schon. Eins. Nein, setz die Batterie ein. Aua! Eins. Oh Gott, ich muss ausweichen lernen. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Getötet habe ich ihn noch nicht. Oh mein Gott. Ah ja. Weich doch mal aus, Ellen. Die sind alle gefährlich hier. Ich bin tot. Durch Radiosender verstehen sie die Ereignisse in Bright Falls besser. Ja, ich weiß, deswegen höre ich mir auch alle Radiosender ganz gerne an und gucke mir auch alle Fernsehsendungen an und lese mir auch alles dann durch. Aber vorher muss ich erstmal versuchen, hier zu überleben. Vielleicht werde ich mal versuchen, die Schrotflinte zu benutzen. Ich nehme an, die macht ein bisschen mehr Schaden. Ausweichen! Oh Gott, die sind so nah dran! Also, die sind ja echt. Das ist ja Nahkampf hier praktisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drei Stück. Und da entschwinden sie. Ich glaube fast, ich muss nicht die Schrotflintenmunition nehmen, ich muss die Leuchtgeschossdinger nehmen, also die Leuchtpistole. Weil damit kann, muss ich ihr Schild nicht wirklich durchbrechen, sondern kann sie einfach gleich so da niederschießen. Wahrscheinlich ist er gleich wieder da. Hier wart ihr mal so ungefähr. Das ist doch ganz gut. Also wird's. Oh, da flog mir was dagegen. Ich wollte gerade sagen, es wird's nicht gewesen sein. So. Drei Leute. War's das? Ich hoffe doch. Warte mal, du kannst gerade von da unten. Da unten sehe ich nämlich noch was blinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Weich doch aus! Gott sei Dank. Ja. War es das? Ich hoffe doch wirklich sehr, dass es das war. Ich laufe ungefähr in die richtige Richtung. Das ist auch ganz gut. Ich würde es begrüßen, wenn ich noch mehr Leuten davon begegnen würde. Da ist noch eine Seite. Das ist auch sehr schön. Die grauenhafte Musik hört auf. Das heißt, ich kann mich ein bisschen entspannen. Hoffe ich doch zumindest. Natürlich ist es draußen dunkel geworden. So viel Spaß muss auch sein. Also dunkel jetzt für mich im Real Life. Ah, wunderschöne Munition. Hoffe ich. Batterien und Munition. Ich sage auch nochmal Energizer. Die beste Batterie von allen. Es fällt gar nicht auf, dass das Spiel so ein bisschen vom Energizer gesponsert wurde. Okay. Hier ist wieder was. Ein Pfeil, der in... irgendwo hin zeigt. Da hoch, okay. Hier hoch, also hier geradeaus wahrscheinlich. Das ist bestimmt natürlich ein Ursprungs... Kein Problem. Erstmal die Kiste hier oben nehmen. Vielleicht ein bisschen Leuchtpistole. Ah, Leuchtpistole. Wunderbar, wirklich. Aber genauso wie man es braucht. Ja, aber von nachher brauchst du ja nicht, das ist nur ein Schuss. Bleib ruhig bei der Pistole. Und darunter müssen wir wohl. Rühre ich aber nie an. Ein Kerl wie ich braucht eine anständige Mahlzeit, um gut durch den Tag zu kommen. Von mir aus kannst du die Mahlzeit woanders suchen. Deine Hotdogs oder so, mit denen du gesprochen hast. Da unten ist, glaube ich, zwei, drei Leute, natürlich.
Ja, wunderbar. Ich hau doch einfach mal hier ab. Und geh mal hier rein, was? Ist doch viel besser. Denn hier ist zumindest hell drin. Hallo, seid ihr noch da draußen? Oh, Schrotflinte. Sehr schön. Und mehr Batterien. 20 Batterien kann ich offenbar nehmen. Vielleicht kann ich noch mehr nehmen. Vielleicht kann ich auch 30 Batterien nehmen. Ich weiß es offen gestanden gar nicht. Munition nehme ich auch natürlich gerne mit. 11 Schuss sind immer gut. Aber vielleicht bleiben wir mal bei der Schrotflinte. Kann durchaus gut sein. Und hier haben wir einen Fernseher. Ja, dann bin ich wohl mal still, was? Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagte er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Die Nine Springs. Ja, das ist echt mal eine interessante Serie, die uns ebenso so ein bisschen die Hintergründe dieser Geschichte darstellen soll und uns die Geschichte ein bisschen begreifbarer machen soll. Insgesamt tun sich am Anfang aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr Fragen auf durch diese ganzen, durch diese Nightspring-Folgen, als wird euch die letzte sein, die wir gesehen haben. Ich glaube, zwei gesehen bisher oder drei, ich weiß gar nicht genau. Und das ist schon ziemlich krass. Also, er kann offenbar Quantenrealitäten, ich mach kurz mal auf, er kann offenbar Quantenrealitäten erschaffen. In der einen stirbt er, in der anderen lebt eine andere Person von ihm weiter oder irgendwie sowas in der Art. Das ist, glaube ich, für dieses Spiel nicht ganz unwichtig. Ich nehme die Seite mal kurz noch mit. Und hier haben wir irgendwas. Aha. Irgendwie verschwimmt gerade alles ein bisschen.
Soll das so? Wirkt wie so eine Art Sturm. Revolvermunition, aber wenn ich die gratis bekomme, dann kann ich die vielleicht benutzen. Hallo? Wo bist denn du? Da ist jemand. Na, komm mal ran. Oh nein. Aber mal. Erstmal die hier unten. Schlecht, schlecht, schlecht. Batterien einsetzen. Und jetzt du. Ich schieß offenbar ungefähr dorthin, wo mein Lichtstrahl hinfällt. Nee, warte mal. Batterien einsetzen. Okay, Alter. Du bist ja wirklich flink. Kaputt. Oh Gott. Da bist du, da bist du, da bist du. Du musst deine verdammte Panzerung verlieren. Aber du scheust dich vor meinem Lichtstrahl. Das ist okay. Na, komm her. Nein, Batterien. Oh, ich schau das wirklich. Das ist furchtbar. Komm doch her. Ja, komm her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waffe nachladen. Oh Gott. Oh, warst du krass. Sofort zurück. Batterien nehmen. Als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, okay. Ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Und Munition nehmen. Munition ist wieder voll, deswegen habe ich Munition in Räubermunition genommen. Habe ich gesehen, nämlich, dass hier die unendliche Munition sozusagen zu finden sind, zu finden ist. Und offenbar sind auch 20 Batterien das Maximum, was wir haben können. Ja, da unten möchte ich total gern lang. Unter dem schwankenden Baumstümpfen hier. Ist hinten noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Aber hier sind wir gleich an der Tankstelle. Sehr, sehr schön. So, mach das Ding auf. Das Ding geht nicht auf. Doch, geht auf. Wundervoll. Die Tankstelle erreicht und ein Kontrollpunkt erreicht. Und ich würde sagen, damit schließe ich erstmal ab für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, also am nächsten Dienstag, wenn es weitergeht mit Alan Wake. Fernseher an der Tankstelle können wir noch zum Schluss angucken. Warum nicht? Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Oh, ja, das war eins zu früh. Also war nicht der Bildschirm, den wir einmal zurück, den wir schon betrachtet haben sollen, denn den Bildschirm, den wir erst demnächst betrachten werden, in der Tankstelle, es tut mir leid, das mache ich damit, man spoilert sich irgendwie relativ leicht. Okay, die nächsten 2 Minuten vielleicht werdet ihr schon kennen vom nächsten Spiel. Vielleicht habt ihr es auch schon wieder vergessen. Mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, nächsten Dienstag. Bis denn dann. Ciao, tschüss.